Meine Generation was, ja, weil es wieder klare Fronten gibt. Viele von euch gekommen sind und die euch für die Stufe engagieren möchte. Danke. Weiß jemand nicht, was die Heldenparty ist? Ich weiß nicht, was eine Heldenparty ist. Okay. Also jedes Jahr organisiert der 11. Jahrgang unserer Schule eine Party. Das Ziel ist, dass die Kleinen die Großen quasi auf Händen tragen und wie Helden verehren. Die letzten Jahre wurde immer irgendwas mit einem roten Teppich gemacht oder eine Abi-Stufe wurde mal mit der Limousine abgeholt. Ja, die Devise ist, je geiler wir, die aus der 12. dieses Jahr feiern, desto geiler werden wir nächstes Jahr gefeiert. Damit wir die Party organisieren können, werden wir Komitees gründen. Deshalb liest Sarah jetzt die verschiedenen Aufgaben vor und ihr meldet euch einfach, wenn ihr Teil des Komitees werden möchtet. Okay, die erste Aufgabe wäre die Bar. Das heißt natürlich nachts Ausschank, aber auch Getränke, Gläser, Eis und was sonst noch so zu besorgen ist. Anton, Lina, Melik und Tan. Gut, die nächste Aufgabe ist der Einlass. Justin und Erik und Blondus Maximus. Garderobe. Ja, ihr zwei ist doch cool. Und Marketing, also das heißt jetzt Plakate und Sticker aufhängen, verteilen. Die letzte Aufgabe wäre dann die Aufsicht. Die Leute würden dann auf dem Parkplatz draußen sein und darauf achten, dass niemand zu laut ist, dass nicht vorm Eingang geraucht wird, dass keiner Alkohol im Gebüsch versteckt, sowas eben. Wer ist noch übrig? Diese Gruppe kann natürlich nicht direkt Teil der Party sein. Aber es ist ein wichtiger Job. War Jonas letzte Woche bei dir? Upsi. Sorry. Hat er denn nichts erzählt? Fick dich. Fick du dich, Hanna! Fick du dich! Einmal Schlampe, immer Schlampe, wa? Du weißt doch gar nicht, was passiert ist. Ich kann's mir denken. Kannst du mal die Klappe halten? Süß. Jetzt verteidigst du sie auch noch. Hast du noch nicht gecheckt, dass deine neue BFF eine Hinterfotze geschlagen ist? Tu uns eingefallen und geh einfach, okay?
ist? Wir müssen reden. Wir müssen gar nichts. Du hörst mir jetzt zu. Wir werden noch mehr als ein Jahr zusammen zur Schule gehen und so kann es nicht weitergehen. Du kannst nicht ständig versuchen, mich fertig zu machen oder mir irgendwelche Drohbriefe schreiben. Bitte. Lass mich ausreden. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich hatte vor dir noch nie so eine gute Freundin. Du weißt, dass meine alte Schule voll die Hölle für mich war. Da war ich immer nur das dicke Mädchen, das alle gemobbt haben. Und dann bin ich zu euch gewechselt und du hast mich einfach sofort aufgenommen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schön es für mich gewesen ist, dass das coolste Mädchen der Klasse mit mir befreundet sein wollte. Du warst die beste Freundin, die ich je hatte. Und dass ich das kaputt gemacht habe, macht mich jeden Tag total fertig. Ich hasse mich dafür. Aber ich kann nicht den Rest meines Lebens ein schlechtes Gewissen haben. Und ganz ehrlich, du weißt doch selber, dass es nicht mehr gut lief zwischen Jonas und dir. Du hast mir jeden Tag erzählt, dass du mit dem Schluss machen willst. Jeden Tag. Ich weiß, dass es keine Entschuldigung ist. Aber ich liebe Jonas. Ich würde die Zeit zurückdrehen und alles nur mal ganz anders machen. Aber das kann ich nicht. Ich kann dir nur noch mal sagen, wie unfassbar leid es mir tut, dass ich dich hintergangen und belogen habe. Und dass ich unsere Freundschaft kaputt gemacht habe. Ich will damit nicht sagen, dass du mich jetzt wieder mögen sollst oder dass wir wieder beste Freunde werden. Ich kann auch verstehen, wenn du mich auf dem Schulhof ignorierst. Ich will nur, dass du aufhörst, mich ständig fertig zu machen und mir keine blutigen Drohbriefe mehr schreibst. Das halte ich nicht mehr aus, okay? Okay. Ich höre auf damit. Kein Krieg mehr. Aber wer auch immer das mit den Druckbriefen war, ich habe nichts damit zu tun.
Apropos tolle Freundinnen. Hi. Hier, damit ihr hier draußen nicht so auf dem Trockenen sitzt. Danke. Wie ist es da drin? Geht so. Ehrlich gesagt, der DJ ist nicht gekommen, die Band ist echt scheiße und die Abi-Stufe echt lame. Ja, was denn? Ich häng einfach mit zu vielen Armbands rum, Leute. Okay. Danke. Ja. Pass auf, nächstes Jahr, wenn wir dran sind, dann benehmen wir uns richtig daneben. Okay. Hey! Yo! Ja, wir wollten euch supporten bei eurem wichtigen Job. Aha. Ja, supporten und den Alkohol trinken. Oh mein Gott! Was ist das? Okay, damit haben wir nichts. Wir haben damit nichts. Okay, Leute, also Leon und ich haben uns jetzt aus den Vorschlägen die drei Besten rausgesucht. Besten? So richtig geil sind die jetzt nicht. Aber unser Photoshop-Philipp hier hat schon mal... Ja, ich heiße Markus. Hat jetzt schon mal trotzdem ein paar Logos entworfen und wir müssen jetzt einfach gemeinsam entscheiden, ob jetzt schon was dabei ist. Okay? Das erste wäre dann das. Jo, dann sind wir uns einig. Next. Also bitte, das ist ja eine totale Verallgemeinerung. Also es gibt wirklich ein paar Leute hier in unserem Jahrgang, die dem Konsum von Marihuana auch Gras, Haschisch, Haschisch einfach ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Gut, also das auch nicht. Beim nächsten muss ich vorneweg sagen, dass ich mein Veto einlegen werde, aber Mira fand's witzig. Tada! Ja, also nicht wirklich subversiv, aber eine Idee ist es. Willst du mich verarschen, Mann? Das geht gar nicht. Wieso nicht? Na, du kannst doch jetzt solchen Affen nicht noch eine Plattform bieten. Ich find's witzig. So. Also, ich würde einfach mal sagen, wir verschieben das Thema jetzt erstmal und wir haben ja noch gut 2 bis 3 Wochen Zeit, bis wir uns letztendlich entscheiden müssen. Also machen wir dann einfach weiter mit den Abi-Buch-Kommentaren. Ja, bitte? Ah, ja. Vergessen. Alex, ihr kennt ihn, ist jetzt auch Teil unserer Gruppe. Tag. Hat doch sicher niemand was dagegen, oder? Gut, das Motto müssen wir nochmal überdenken. Deshalb machen wir erstmal weiter mit den Kommentaren. Ja. 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 Ich habe noch einen Vorschlag mitgebracht fürs Motto. Ja, okay. Dann schieß los. Also ich habe nachgeschaut. Es gab's noch nie so. Und ich muss sagen, ich find's ziemlich Gangster. Ganz geil, ganz geil, ganz geil. Familie, Familie. Okay, stabil. Also richtig nice, oder? Hä? Was verstehst du jetzt nicht dran? Abi? Abu? Ja, check ich nicht. Okay, weißt du was? Google's einfach. Also, für mich ist es das. Wollen wir abstimmen? Wer ist für Alex' Vorschlag? Besser als die anderen, komm.
Gut. Also einstimmig. Cool. Danke, Alex. Okay, also wir würden euch jetzt später nochmal die Abibuch-Kommentare schicken, die wir eingesammelt haben, und euch bitten, die mal durchzulesen und die zu markieren, die eurer Meinung nach einfach raus sollt, weil es zu hart ist oder so. Und dafür wollten wir uns eigentlich Freitagabend nochmal treffen. Weiß jemand wo? Ja, bei mir. Ist ja Platz. Okay, cool. Danke. Dann Freitagabend 20 Uhr bei Alex. Schickst du uns die Adresse? Ja. Thank you. Ey, weißt du? Ja, wir sollten das ganz aufschreiben. Geiler Vorschlag, Alter. Danke. Ja, wir müssen das in die Jahresgruppe. Ja. Und, ich weiß nicht, ob wir auch gerade alles weiter. Ja, okay. Cool. Mal schauen, was los ist. Ich glaube, das ist mit dem Rücken. Können wir kurz. Kannst du uns kurz alleine lassen? Bitte. Ja. Gechillter Typ. Jonas Strubel. Feingeist. Ist der in unserer Stufe? Süß. Bruder. Kann gut küssen. Und? Ich will nicht streichen. Ich finde immer noch, entweder darf jeder seine Kommentare streichen oder niemand. Das Thema hatten wir doch schon. Ich habe keine Lust, jedem Einzelnen aus der Stufe hinterher zu rennen. Nicht schon wieder. Die Jahrgänge vor uns haben es genauso gemacht. Ist doch egal. Nur weil wir im Komitee sind, sollten wir doch nicht mehr Macht haben. Ist doch eigentlich alles ein bisschen egal, oder? Nee. Okay, also gut. Dann machen wir das so. Ich schick die Kommentare in den Verteiler. Instantly sounds of him regretting the beginning. Chop chase smugglers, I got nuggets. I got nuggets. Ciao. Was ist los? Du, wir müssen los. Ich muss noch lernen und Leonie ist verabredet. Und du? Ich habe meinem Vater versprochen, mit ihm ins Kino zu gehen, sorry. Aber wir können morgen nochmal quatschen, ja? Ciao, ihr Süßen. Tschüss, Leute. Zeig mal bitte an den Klapp, das, was jetzt kommt, ist nämlich nicht so witzig. Es haben sicher alle den ulkigen, vorgezogenen Abi-Streich vom Wochenende mitbekommen, oder? Irgendwer, wahrscheinlich mehrere, sind Samstagabend in die Schule eingebrochen, wie auch immer sie das gemacht haben, und haben Kopien von ihren... Boah. Arsch! Muschi! Hi. Danke, Carlos, für deinen Beitrag. Immer wieder gerne. Da irgendwer unser Abi-Motto an die Wand gesprayt hat, ist die Schulleitung sich ziemlich sicher, dass es einer aus unserem Jahrgang war. Hä? Bullshit. Das sind Fake News. Hätten noch andere sein können. Ey, da will uns doch irgendjemand was unterjubeln. Leute, es ist kein Spaß mehr. Es stehen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung im Raum. Sie überlegen sogar, Anzeige zu erstatten. Was? Was? Gegen wen? Gegen Penis? Witzig, Carlos, witzig. Bei der lustigen Kopierorgie ist nämlich einer der sauteuren neuen Kopierer kaputt gegangen. Also kopiert wurde da bestimmt nur. Was meinst du? Hashtag Orgie. Summa summarum kostet es die Schule inklusive Reinigungskosten knapp 4.500 Euro. Oh, süß, Alter. Wir haben jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder der oder diejenigen, die das getan haben, melden sich und es wird über die Versicherung. Ich wette, Alexander war's. Oder die Schulleitung zieht uns das Geld vom Abi-Konto ab. Was? Was ist das für ein Scheiß? Okay, also, ich gebe den Städten, die das getan haben, jetzt die einmalige Chance, sich zu melden. Und bitte. Ja, mach mal, mach jetzt mal. Meldet sich auch jemand, ne? Kann sich doch irgendjemand einfach melden. Das habe ich mir gedacht. Dann müssen wir halt gucken, wie wir das Geld wieder zusammenkriegen, ne? Danke euch allen für nichts. Das war's für heute. Es ist ihr erstes Mal auf der Bühne, also seid bitte lieb zu ihr. Sie ist ein bisschen nervös. Macht mal bitte einmal alle lernen für die wunderschöne Sarah. Ey, Mia. Hi. Ich habe noch eine Frage. Weißt du eigentlich, ob wir schon beschlossen haben, trotzdem Werbung im Buch zu machen, obwohl Alex den Druck bezahlt? Ja, ich glaube schon. Das haben die Stufen vor uns ja auch so gemacht. Frag am besten Amira, die hat da bestimmt einen besseren Plan. Ja, mein Onkel hat bloß gefragt, weil er eine Fahrschule hat. Was? Alles gut? Happy birthday! Oh,
Entschuldigung, bleiben Sie mal. Sind Sie hier Mieter? Sind Sie hier Mieter? Nein, er ist Mieter. Also, alle mal herhören. Mieter nehmen die Anlage mit. Okay, ich dann. Hi. Hey, okay, ciao. Weißt du, ob er eine Freundin hat? Keine Ahnung, was soll ich das wissen? Ich bin mir sicher, er hat eine Freundin. Kann sein, weiß ich nicht. Ja. Hey, na? Ja. Alles klar. Können wir kurz alleine reden? Kommt drauf an. Bitte. Na? Hi. Willst du auch? Nee, danke. Ach, okay. Ich habe letzte Nacht von dir geträumt. Wir waren zusammen im Zirkus und du hattest pinke Haare und hast mich an deiner Leine durch die Manege geführt. Das war echt schön. Ja, es war schön. In deinen Träumen. Ja, irgendwie ist mein Game nicht so lit, ne? Hans hat mir schon so viel von dir erzählt. Lass mich. Detroit. Detroit? Was ist denn in Detroit? Matteo. Sind die jetzt eigentlich zusammen? Also Leonie würde sich ja gerne. Und David? Das versucht sie gerade rauszufinden. Aber nochmal zu London. Also ich finde, das ist eine mega schöne Stadt. Und ich würde da voll gerne mal hinreisen. Vielleicht ja mit dir. Jonas und ich wollten nach Marvin zusammen nach Kuba. Ja, war ja jetzt auch nur so eine Idee. Sag mal, kommst du jetzt eigentlich noch mit zu mir? Ich wollte eigentlich lieber jetzt nach Hause und lernen für morgen. Okay, dann viel Glück morgen. Danke dir auch. Hi. Wie schön, dass du da bist. Ich habe noch wen mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Hi. Hi. Ja, klar. Ja. Hi. Hey. Also, wir sind noch nicht fertig mit Dekorieren, aber ihr könnt schon mal eure Jacken da draußen in den Nebenraum legen. Okay. Was hast du zu ihr gesagt? Nichts. Ist klar. Fuck. Leonie und Sarah. SMS? Was? Sarah? Komm. Das hat doch keinen Sinn. Warum machst du das? Ich wollte das nicht. Was wolltest du nicht? Dass du ein Arschloch bist? Oder dass du mich wie Scheiße behandelst? Kommst du jetzt bitte? Oder dass du mit Mädchen nichts anfangen kannst. Hey, Leon. Weißt du, wo David ist? Nee, keine Ahnung.
Könnt ihr... Hallo, darf ich einmal um eure Aufmerksamkeit bitten? Wow, 12 Jahre sind ganz schön lang. Wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen, haben uns mit den Lehrern angelegt. Entschuldigung! Haben untereinander gestritten und trotzdem stehen wir jetzt alle hier und haben es geschafft. Und deshalb machen wir auch gleich weiter mit der Preisverleihung und das macht natürlich Kiki Machwitz. Also ich bin ja nicht so ein Fan von Wettbewerben, aber jetzt kommen wir zu dem Moment, auf den ihr alle gewartet habt, und zwar das Abiball-Paar 2019. Also, das Abiball-Paar 2019 sind Matteo Florenzi und David Schreibner.